Hypnose Rosies. Heute am Mittwoch, ja. Ich bin jetzt immer am Mittwoch dran, weil Jen gütigerweise mir den Mittwoch überlassen hat. Also mir überreicht hat. Und das finde ich echt toll. Danke nochmal, Jen. Weil ich mittwochs einfach viel mehr Zeit habe, um mich intensiver für das Projekt zu engagieren und einfach viel regelmäßiger, am besten noch immer, zu posten. Also danke. Und zweite Ankündigung noch. Wir haben zwei neue Rosies, hallo, super. Also ich freue mich echt auf die Zusammenarbeit mit euch beiden. Gestern das Video von dir, Sarah, fand ich echt top. Und ich freue mich jetzt schon auf das Video von der Theresa. Übrigens, Theresa, du kommst aus Bamberg und ich komme aus Erlangen. Das ist was da gleich. Also ich komme jetzt nicht mehr aus Erlangen, aber wir kommen aus derselben Ecke. Das ist schon mal was Gutes. Ja, also, dann zum heutigen Wochenthema. Late Bloomer. Ja, Sarah hat ja schon richtig, sag ich mal, definiert, was das ist. Also ich glaube, das kommt ziemlich häufig vor. Oft auch, wenn, ich glaube, es kommt auch oft vor, bei, zum Beispiel bei Frauen, die in einer Beziehung sind, verheiratet sind, Kinder, Familie, alles Mögliche, dies, das. Aber einfach dann sich in jemanden verlieben, in eine Frau in dem Fall. Und dann erst merken, dass das eigentlich die Liebe ist, die sie eigentlich, die sie besser ausleben können, sage ich mal. Und ich kann mir vorstellen, so ein Coming-out ist ja oft meist schon schwierig genug. Und wenn man dann aber, ich sag mal, schon fest im Leben steht und das alles hinter sich, also schon alles Mögliche gemacht hat, eine Familie aufgebaut hat, Kinder zu haben und alles Mögliche, dass dann noch viel schwerer ist und dass eigentlich dafür, dass das eigentlich, dadurch, dass es so schwierig ist, schade, dass es wenige Plattformen gibt und, ich sag mal, Anlaufstellen für sogenannte Late Bloomer. Ich habe im Internet kurz recherchiert und da gibt es eine Internetseite, die heißt, glaube ich, auch, ich muss nachschauen, latebloomers.de. Und die nennen sich eine Initiative des lesbischen Herbst. Ja? Und falls es Nose Rosies gibt, die nicht mehr 20 sind. Ja. Genau, die könnt euch gerne mal die Seite anschauen, alle anderen auch. Und ich finde, das ist ganz schön. Da gibt es anscheinend auch, man kann sie auch kontaktieren, was weiß ich. Schaut rein, ich poste den Link unten drunter. Da unten. Oh, ihr habt das Thema gelesen so. Und da war ich am Freitag war ich weg in einem Lesbenclub, sag ich mal. Und ich muss ehrlich sagen, dass es da viele gibt, die älter sind. Also man sieht da richtig, man hat das Gefühl so, hey, jetzt wissen wir es wirklich, jetzt können wir uns richtig ausleben, jetzt können wir das Leben führen, das wir eigentlich schon immer leben wollten, nur davor halt eben nicht wirklich bemerkt haben. Ich glaube, ich habe mal eine Zeit lang mit jemandem, also bei YouTube, haben wir eine Zuschauerin, beziehungsweise zwei, mir ist jetzt gerade in diesem Moment der Name entfallen, davor wusste ich es gerade noch, die sind, glaube ich, beide, ich hoffe, das darf ich jetzt erzählen, die sind beide aus einer Hetero-Beziehung raus, da sie sich verliebt haben und haben beide Kinder und leben jetzt sozusagen mit ihren Kindern zusammen. Und ich finde es schön, dass es so gut geklappt hat mit den Ehemännern, Ex-Ehemännern und die das akzeptiert haben. Ich meine, die Männer müssen es ja dann mehr oder weniger akzeptieren in dem Fall. Aber es ist einfach schön, dass es dann einfach so gut geklappt hat und dass man einfach jetzt so sein Leben führen kann, wie man halt will, ohne dass man irgendwie denkt, man verpasst was oder was weiß ich. Und ich finde, es ist sehr mutig, so einen Schritt eben aus so einem festen Leben, sage ich jetzt mal, zu entspringen und dann eben sich dafür zu entscheiden, das Leben zu führen, eben, was man eigentlich wollte. Frage ist halt jetzt einfach nur, wie entsteht sowas? Also ich habe letztens in einem ganz guten und lustigen Buch gelesen, wie Homosexualität entsteht, ja.
Und da meinten die eben, also das Buch geht um mehrere Sachen, aber da ist halt auch ein Kapitel darüber. Und im Buch, der Buchautor meinte eben, dass sowas schon im Mutterleib in der 6. bis 8. Woche oder so was entschieden wird, mehr oder weniger. Muss man glauben. Muss man nicht glauben, kann man, wenn man will. Also ich denke, jeder macht sich sein eigenes Bild drum. Und dann denkt man sich halt schon, wow, verheiratet, alles Mögliche, dies, das, mit einem Mann gehabt. Und dann muss man ja eigentlich diese ganze Phase mit dem Verliebtsein, die erste Beziehung mit einer Frau, alles Mögliche nochmal neu erleben. Und was man vielleicht mit 17, 18, 19, 20, 21 macht, in der ersten Beziehung, was weiß ich, ist es halt dann wieder was anderes, wenn man 30, 40, 50, 60 ist. Man weiß es ja nicht. Dings. Ja, genau. Und ich habe eben gehört, dass halt viele Frauen, die eben erst spät realisiert haben, dass sie homosexuell sind, habe ich gehört, dass sie eben meinten, dass das Zusammenleben in einer Beziehung, in der jetzigen homosexuellen Beziehung, einfach so viel besser ist. Nicht, weil sie die Leute davor verabscheut haben, einfach nur, weil es besser ist, weil dadurch, dass man einfach das viel intensiver ausleben kann. Weil man die Person auf eine ganz andere Weise liebt oder viel mehr liebt, weil es eben das ist, wofür man bestimmt ist. Keine Ahnung, wie man das jetzt gut ausdrücken kann. Ja, genau. Also, das war's von mir heute, vom Mittwoch. Ich freue mich jetzt auf jeden einzelnen Mittwoch in der kommenden Zeit. Wie gesagt, ich freue mich aufs neue Team. Herzlich willkommen nochmal an die beiden neuen Rosies. Und ja, habt eine schöne Woche, habt einen schönen Abend und ja, habe die Ehre.